Welche Ergebnisse können Sie aus der Beratung zusammen mit 3D-Industrie auch erwarten? Das ist eine große Frage, die immer wieder kommt, und darauf möchte ich in diesem Video jetzt gemeinsam mit Ihnen darüber sprechen, denn es kam immer wieder die Frage, was bringt mir das Ganze? Welche Ergebnisse kann ich erwarten? Gibt es tolle Fallbeispiele von Dienstleistern, die in ähnlichen Situationen waren, die vielleicht ein ähnlicher 3D-Druck-Dienstleistertyp sind, wie zum Beispiel der eine oder der andere selbst? Und darauf möchte ich jetzt eingehen. Das beste Beispiel, was ich Ihnen dort bringen kann, ist natürlich, wenn wir gemeinsam auf die Webseite gucken. Und damit erstmal herzlich willkommen in diesem Video. Ich bin Johannes Lutz von 3D Industrie und wir unterstützen 3D-Druckdienstleister dabei, wie man mehr Umsatz macht, wie man Premium-Kunden gewinnt, wie man Kleinserienaufträge gewinnt und wie man sein Geschäftsfeld entsprechend auch strategisch für die Zukunft richtig gut auch ausrichtet. Und da geht es natürlich auch immer wieder um die Thematik, wenn wir am Anfang mit den Interessenten sprechen und die sich für die Dienstleistung, die wir haben, entsprechend auch interessieren, dass sie sagen, was kann ich denn erwarten und was sind denn meine nächsten Schritte? Und da muss ich eine Sache vorweg sagen, wenn sie nichts umsetzen, dann können sie auch gar nichts erwarten. Wir arbeiten nur mit Dienstleistern zusammen, die auch Gas geben wollen, die umsetzen wollen und nicht die, die einfach ein bisschen zuhören und sich ein paar Sachen rausziehen und mal ein bisschen gucken und so weiter. Wir haben hier bei uns in der Beratung Dienstleister, die richtig Gas geben wollen, die den Markt verändern wollen, die vorne mit dabei sind, die was reißen wollen. Und darauf kann ich Ihnen jetzt ganz kurz auch zeigen, was wir dort schon im Endeffekt alles gemacht haben und wer sich dazu auch schon positiv öffentlich geäußert hat. Ich habe hier mal die Webseite von uns geöffnet. Das ist die Webseite mit allen Kundenbeispielen und Fallstudien, also allen, die wir öffentlich zeigen dürfen. Wir haben natürlich einige Geheimhaltungsvereinbarungen und wir arbeiten natürlich auch mit Dienstleistern und auch mit großen Dienstleistern zusammen, wo wir nicht so öffentlich in dem Fall sprechen können, weil es nicht gewollt ist. Das kann man ganz offen und ehrlich auch so sagen. Aber da klicken wir hier einfach auf 3D-Druck-Dienstleister Fallstudien, dann kommen wir an die richtige Stelle. Und wenn Sie hier sehen, an der rechten Seite, da können Sie wirklich ein Riesenstück runterscrollen, wie viele Dienstleister wir hier schon beraten haben und wie viele sich positiv dazu geäußert haben und auch richtig Gas gegeben haben. Ich gehe mal auf ein paar Stück ein, weil dann findet man sich vielleicht hier und da wieder. Ganz oben steht jetzt der Andy Schäfer von Additive Printing Solutions, ein richtig cooler Typ. Der hat damals gesagt, es hat sich absolut für mich gelohnt. Ich habe durch die Umstellung Aufträge generiert und Umsätze geschrieben. Das hätte ich sonst nie ohne Hilfestellung von 3D-Industrie gemacht. Also der Andi, der hat richtig mehr Umsatz gemacht durch unsere Hilfe. Man sieht auch hier immer die Ausgangssituation des jeweiligen Kunden bei uns und natürlich auch die Zielsetzung und das Ergebnis, das dabei ist. Hier der Eduard Braun, auch ein richtig toller Typ. Den habe ich erst letzte im Beratungsgespräch wieder gehabt und der sitzt in seinem neuen Büro jetzt. Der hat also sich positiv ganz stark verändert, hat sich ein größeres Büro geholt und hat dort jetzt seine Drucker drin stehen und hat richtig Gas gegeben. Er hat auch gesagt, er ist sich viel sicherer im Umgang mit Kunden geworden. Ist auch immer ganz spannend, wenn man sich die ersten Gespräche natürlich auch immer anschaut, weil wir zum Teil Videoaufnahmen machen von den Beratungsgesprächen, damit sie sich ganz genau angucken können, was haben wir besprochen, wie geht was zum Umsetzen. Entsprechend haben wir in einem älteren Call reingeguckt und der Eduard hat sich so traumhaft entwickelt. Auch der Nils hat richtig Gas gegeben. Hier, der ist auch deutlich selbstbewusster geworden am Telefon und kann seine Dienstleistung auch viel besser kommunizieren. Der Eduard Siemens, auch ein richtig cooler Typ. Der hat jetzt mittlerweile, boah, glaube ich, 60 oder 70 Prusa-Drucker in seiner Printfarm. Der ist damals in der Beratung mit uns 300% gewachsen. Der hat richtig, richtig Gas gegeben. Und er schreibt sogar hier, wer Interesse hat, Geld zu verdienen und seine Kunden wirklich zu helfen, der sollte zu 3D-Industrie gehen. Also der Eduard trägt nicht nur einen ganz tollen Titel hier als Namen, sondern er hat auch eine ganz tolle Printfarm und der gibt dort richtig Gas. Auch der Christian Richter, in dem Fall, es war eine gute und ehrliche und offene, richtig tolle Zusammenarbeit.
Arbeit. Der Christian ist aber mehr ein Entwicklungsbüro und hat eine HP-Maschine, wo er einiges zusätzlich noch druckt. Der Sebastian Heimerl, der eher in dem Hochleistungskunststoffbereich drinnen ist, der hat das Thema Vertrieb dann auch richtig angegangen und es hat ihm deutlich geholfen, auch an Aufträge zu kommen und auch seine Botschaft natürlich ganz anders nach außen zu vermitteln. Der Thorsten, den kenne ich schon lange, auch mittlerweile auch ein ganz guter Geschäftsfreund geworden. Und der hat natürlich verschiedene Situationen gehabt, wo man entsprechend genau darauf eingehen musste. Der Thorsten ist eher so ein Dienstleister, so als Problemlöser in der Hinsicht. Hier Philipp Götz, da ist dieses SAF-Thema erst so richtig entstanden und auch das Thema LinkedIn. Mit ihm habe ich die LinkedIn-Strategie gemeinsam gemacht und man hat ja mittlerweile gesehen, wie aktiv die Firma Götz und auch das Team vom Philipp Götz auf LinkedIn auch ist. Das ist ja nicht mehr wegzudenken. Der Hans Böhl, der hat eine EOS-Maschine und macht aber auch viel im Spritzgussbereich und das war eine richtig tolle Beratung damals, weil der Hans Böhl hatte sofort in den ersten paar Wochen die ersten Fortschritte rein dadurch, weil er natürlich auch andere Fragen gestellt hat am Anfang, wenn es darum geht, die Kunden die richtige Bedarfsermittlung zu machen und hat sich viel, viel Arbeit eingespart, was das Thema angeht, die man seither mitgemacht hat, die nichts gebracht hat. Hier der Patrick Kromer, der macht Metall 3D-Druck, der kommt bei mir ganz stark aus der Nähe. Der hat hier, ich glaube, sogar ein paar Nachrichten auf LinkedIn geschrieben, hat sofort einen Auftrag bekommen in der Hinsicht. Der hat also richtig Gas gegeben. Aber auch der Christian Lamberti von Nuform, wir haben zusammengearbeitet. Der Jan Dickhaus, der für mich immer 19 Jahre alt bleibt, wenn man das so sieht, der sein Geschäftsmodell angepasst hat von B2C, also Business to Customer, viele Privatkunden hatte er. Er hat deutlich seine Preise erhöht. Er hat richtig Gas gegeben. Der jetzt viele Geschäftskunden hat, hat jetzt auch einen Mitarbeiter eingestellt, hat seinen Umsatz deutlich nach oben gefahren, weil er auch seine Preise erhöht hat. Und natürlich auch Damian Rupp, der einige Markforged-Drucker hat und so dieses Metall-3D-Druck-Thema im Markforged-Bereich ganz gut umgesetzt hat und Gas gibt und er sagt, es hat sich absolut gelohnt. Aber auch Paul Boczionek, den kenne ich schon ewig, den Paul, der hier richtig Gas gegeben hat. Und diese ganzen Vertriebsprozesse in der Dienstleistung, was das Thema Akquise angeht und Premium-Kunden kennenlernen, natürlich auch umgesetzt hat. Der Thomas Bengel, der es schon seit 20 Jahren macht, ist ein Urgestein, was das Thema angeht und er wird uns auch auf jeden Fall weiterempfehlen, da die Zusammenarbeit sehr angenehm war und ich natürlich völlig neue Denksätze als Dienstleister bei ihm reingebracht habe, wo er natürlich jetzt auch sagt, das hat er mir auch gesagt, das Mindset ist was ganz Wichtiges in der Hinsicht. Jetzt werden wir international, ne? Der Peter Nüfnecker von 3D Activation aus der Schweiz, dem hat zum Beispiel die Qualifizierung und die Verbesserung vom Verkaufsprozess immens geholfen, den Kunden viel besser zu verstehen. Auch der Stefan, der viele Strategien von uns umgesetzt hat, ist hier super, super vorangekommen. Ich glaube, am Anfang waren es zwei Drucker, jetzt sind es, glaube ich, 50 oder 60 oder 80 sogar Drucker, die er jetzt hat im FDM-Bereich und loslegt. Der Julian Motzkau von Formenfrei 3D, der sich dieser Klebethematik noch weiter angenommen hat. Der Sergei Feller, der so ein E-Commerce-Business hat und 3D-Druck dabei nutzt und seinen Umsatz deutlich gesteigert hat. Hier der Sebastian Huander, auch aus der Schweiz, der Drucker verkauft, aber auch Scanner, den habe ich unterstützt. Und den Sebastian Kurzmeier zum Beispiel, der ganz stark in der Produktentwicklung ist, den Fatih Palla von Prexels aus Österreich oder von Einfach 3D-Druck, den Marcel Richter. Das war eine völlig logische Konsequenz, schreibt er hier, zu uns zu kommen und diese Schritte im Endeffekt durchzuarbeiten. Den Lothar Galgenmüller, der einige Stratasys Fortus 900 Maschinen hat und vor allem die großen Teile druckt, den haben wir unterstützt hier in der Vorgehensweise. Der schon lange in dem Geschäft drin ist, oder den Renato Lamotte mit seiner Frau Nadine,
den Martin Grabel, jetzt versuche ich mal ein bisschen schneller zu werden, den Dennis Hermann von Kubik, hier ist der Eduard nochmal, diesen zweiten Schritt bei uns in der Beratung natürlich auch gebucht hat, Julian Hahn von Galloprint, der Jan Windmüller von Convex, der das Thema 3D-Druck auch macht, aber eher ein Engineering-Dienstleister ist. Und ja, bei ihm habe ich viel Kritik geäußert und natürlich auch eine klare Ansage gemacht. Das hat ihm sehr geholfen, hat er gesagt, hier natürlich klar zu sprechen. Ne? Oder der Juri Boos von Urban Maker, Lukas Bertholz und Andreas Flöter von GAF und der Martin Bettig. Und ich glaube, einige Videos haben wir da auch schon aufgenommen und gedreht. Die muss bei uns die Pia mal nochmal hochladen. Da sind nochmal einige Logos drinnen in dem Fall. Und das, was die hier geschafft haben, das können sie auch schaffen, wenn sie in dem Fall nicht darauf warten, bis sie Aufträge bekommen, sondern indem sie sich auch dahinter klemmen und bestimmte Dinge in ihrem Geschäft einfach umändern. Wie geht es denn hier noch weiter? Ah, hier sind noch weitere Testimonials, da kann man ewig lang runterscrollen. Ich wusste gar nicht, dass wir so viel haben. Aber auch das, was die geschafft haben, ist für sie möglich, wenn sie an sich arbeiten, wenn sie dort Gas geben wollen und natürlich auch, wenn sie dazugehören wollen, wie zum Beispiel bei uns auch zum 3D-Druck-Dienstleister-Netzwerk in der Hinsicht. Da habe ich mal ein separates Video gemacht, wo ich da noch drüber spreche. Aber hier sind einige Fallstudien drinnen, die können Sie sich mal angucken. Da sind auch Videos dazu, die in ein paar Minuten gehen, wo man genau sieht, was derjenige auch wirklich sagt in der Zusammenarbeit und wie gut es entsprechend geklappt hat mit uns. Also ich glaube, die Frage ist nicht, ob Sie mit uns zusammenarbeiten in Zukunft, sondern nur noch, wann Sie endlich loslegen, den Umsatz zu steigern, Mitarbeiter weiterhin einstellen, die nächste Stufe zünden und natürlich immer weiter Ihre Kunden entsprechend dann auch bedienen, damit wir Ihnen dann auch später mal entweder unseren Network Award übergeben können hier oder auch den Award für 100.000 Euro Monatsumsatz, den wir jetzt schon einige Male auch an unsere Dienstleisterkunden übergeben haben. Also, wenn Sie auch an dem Punkt sind und sagen, Sie möchten das auch schaffen und Sie wollen auch Ihr Geschäft in diesem Jahr noch deutlich nach oben fahren, obwohl die Wirtschaft in eine andere Richtung geht, weil jetzt geht es darum, hier einen guten Plan zu haben, dann melden Sie sich bei uns, holen Sie sich ein kostenfreies Erstgespräch. Ich kann Ihnen noch ganz kurz zeigen, wie das mit dem kostenfreien Erstgespräch genau funktioniert. Sie klicken einfach bei uns auf der Webseite auf kostenfreies Erstgespräch und dann haben wir hier ein, zwei Fragen, die wir Ihnen stellen, weil wir wollen ja ganz genau wissen, mit wem haben wir es zu tun. Wir wollen Ihre Situation wissen. Da geben Sie Ihre Daten ein in der Hinsicht und dann meldet sich jemand bei uns aus dem Team. Der stellt Ihnen einfach ein paar Fragen, damit wir Ihre Situation besser kennenlernen und wenn Sie Glück haben und Ihre Situation dazu passt, dann sind Sie auch ganz herzlich eingeladen, bei uns im kostenfreien Erstgespräch daran teilzunehmen. Da werden Sie hundertprozentig was mitnehmen. Da diese Gespräche, die sind immer hervorragend. Jeder, der in dem Gespräch war, hat gesagt, es war super. Und natürlich bieten wir Ihnen hier auch einen klaren Weg an, was Ihre nächsten Schritte sind. Und dabei können Sie dann eine Entscheidung treffen, ob Sie das Ganze alleine für sich umsetzen oder ob Sie das dann mit uns gemeinsam schaffen, so wie es die anderen auch geschafft haben. Also, ich freue mich darauf, wenn Sie mir schreiben, wenn Sie sich bei mir melden und wenn Sie bald auch einer dieser positiven Fallstudien sind und Sie Ihr Geschäft entsprechend für das nächste Jahr oder für das kommende Jahr dann entsprechend auch gut aufgestellt haben und strategisch einen guten Plan haben. Also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Video.